15. Alter, die Kurbelwelle. Einen wunderschönen guten Tag bei Walter Popowitsch in der Werkstatt. Wir sind hier immer noch bei Rohat Tusun, sein Auto, und müssen immer noch eine Fehleranalyse machen. Das heißt, wir haben noch nicht alle Fehler gefunden. Letzte Folge haben wir ja schon so einige Sachen gefunden. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir hier nochmal in den Motor reingucken können. Sprich hier Steuerkette und so ein ganzen Stuff. Das heißt, dazu bauen wir jetzt nochmal das Steuergehäuse auf. Ab. Und haben die Hoffnung, dass wir da dann irgendwie dran kommen können. Wasserpumpe, die nehmen wir auch mal raus. Müssen wir ja machen. So, und dann könnten wir jetzt theoretisch gesehen ans Steuergehäuse... Scheiße, muss ich tatsächlich den Deckel abmachen. Lol. Ich hatte eine letzte Folge schon abgehabt. Sowas Dummes aber auch. So, ups. Da gehen wir hin. Und dann wollen wir nochmal schauen, ob wir hier nochmal irgendwie irgendwas rausfinden können. Was da noch bei ist. Denn, ich kann es noch mal ganz kurz zeigen, wir haben hier in den Aufträgen noch 7 nicht gefundene Problemfälle. Und mit dem Grundbefehl... Oh, ey, da dieser Kühler, der ist so riesig, ey. Mit dem Grundbefehl Motorkontrolle oder Motorprüfung. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Den Riemen runter. Runter. Zahnriemen. Guck mal, Zahnriemen, Tragrolle. Jetzt haben wir nur noch 6. Wir haben 6. Yeah. Dann nehmen wir die Zahnräder auch nochmal mit. Kurbelwelle müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt angucken. Ne? Haben wir noch irgendwas? Guck mal, sind wir sogar nochmal ein Nockenwellenrad losgeworden. So, pass auf. Dann machen wir jetzt ganz einfache Kiste. Die schicken wir mal hoch auf Reisen. Zack. Und ich laufe mal kurz rüber und hole einfach mal das Ölfass, den Ölbehälter, damit wir dann noch eine Runde Öl ablassen können. Zack. So. Nun komm. So, Alter, geht da viel drauf. So, zack. Dich nehmen wir mit. Dann können wir dich wieder wegbringen. Mal sehen, ob es das gebracht hat. Das werden wir gleich sehen. Achso, ja, hier muss ich erst zum Auto. Lol. So, dann latschen wir da nochmal schnell hin. Öl. Scheiße, Öl steht nicht drin. Pochender Motor vom Geräusch. Scheibenkleister. Teil nicht gefunden, aber dann können wir zumindest hier nochmal die Ölwanne runterziehen. Und vielleicht haben wir ja an der Kurbelwelle auch noch irgendwas, was wir hier austauschen können. Ah, gucke, da ist eine Pleuelstange. Okay, dann müssen wir, ob wir das wollen oder nicht, glaube ich, die Kurbelwellendecke mit runterziehen, damit wir hier die Pleuelstangen, da bist du, rausnehmen können. Okay, also das ist die linke Seite. Der andere sieht soweit okay aus. Der andere Seite. Die andere Seite. Dann gehen wir nochmal hier gucken, was wir hier nochmal losschrauben können. So, pass auf. Dann müssen die Nocken raus. Die anderen beiden Kerzen noch. Und dann stört... Ah, okay, alles klar. Das müssen wir runterziehen. Den Abgaskrümmer. Raus mit dir. Weg. Und raus. Und den Kopf. Jetzt bist du kopflos. So, und dann haben wir nämlich da schon mal eine Pleuelstange, die wir rausnehmen können. Jetzt haben wir dann mal noch 2 Sachen, die nicht dazugehören. Verdammt. Was haben wir denn hier alles? Nockenwellenzahn, Tragrolle, Zahnriemen, Zündkerze, Zündspule. Oh, Alter. Okay. Müssen wir den ganzen Quark hier vielleicht auch nochmal machen? Würde jetzt mich nicht wundern, wenn tatsächlich hier auch noch irgendwas wäre. Ab und zu mal gucken, nicht, dass wir das schon per Zufall rausgezogen haben. Aber hier sehen die soweit alle gut aus. So, jetzt geht das wilde Geschraube. Teil nicht gefunden. Verdammt!
Was gibt's denn noch? Batterie vielleicht? Auch nicht. Können wir die wieder einbauen. Hauptsache Strom. Kraftstofffilter? Auch nicht. Gleich wieder ran. Was ist da noch im Eimer mit, ey? Das gibt's doch gar nicht. Das kann's doch echt nicht sein. Müssen wir tatsächlich vielleicht noch das Getriebe abbauen? Routineüberprüfung, Reparatur des Motors. Zwei Teile nicht gefunden. Das ist traurig. Aber ich glaube nicht, dass da noch mehr dran kaputt ist. Da glaube ich aber nicht dran. Nein, da weigere ich mich. So, der Kopf, der kann wieder drauf hier. Den haben wir zu viel abgeschraubt. Das ist, steht schon mal fest auf jeden Fall. Dann können wir die Seite ja eigentlich fast komplett fertig machen, ne? So, da nehmen wir die Räder drauf, die in Ordnung sind. Noch irgendwas? Ah, die sind beide im Eimer. Okay, alles klar. So, dann hätten wir da ja zumindest schon mal ein Teil. Aber warum? Was fehlt hier noch? Jetzt geht das große Raten los, ey. Aber die sehen eigentlich alle relativ human aus. Bremskraftverstärker, was hat das mit dem Motor zu tun? Müssen wir tatsächlich, aber es ist ja der Antrieb und nicht der Motor. Oh Leute! LOL! Der Kühlerlüfter. Ich sag nicht, dass es der Kühler ist. Ich wollte es gerade sagen. Aber zumindest Platz, können wir zumindest gucken. Das Einzige, was ich mir echt noch vorstellen kann, ist, dass die Kurbelwelle ist. Dass die irgendwo noch rumzickt, aber... Verdammt! Was ist das? Alter, kaputt! Bin ich so blind? Das ist ja Getriebe, das hat ja eigentlich nichts mit Reparatur des Motors zu tun, oder? Oder? Ach, was noch eine... Ah, guck mal. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Das da hier irgendwo... Aber die sieht recht gut aus. Die sieht gar nicht verkehrt... Nein, die sieht gut aus. Die bauen wir auch gleich wieder ein. Das hat auch damit nichts zu tun. War nur ein Gedanke. Wäre eine Möglichkeit, aber nee. So, muss ich tatsächlich gucken, dass ich hier die Antriebswelle loswerde. Das ist vielleicht damit zusammenhängt. Also wir haben noch ein paar Sachen gefunden. Oder schon ein paar Sachen gefunden. Das finde ich richtig godlike. Lol. Voll krass. Alter Schwede, das ist ein richtiger 4x4 hier, ey. Respekt, mein Junge, Respekt. Aber hier ist alles auch soweit in Ordnung. Also ich wüsste jetzt nicht, dass hier noch irgendwas nicht in Ordnung wäre. Das sieht auch alles normal aus. Also jetzt kannst du wirklich nur noch die Kurbelwelle ausbauen. Was anderes gibt es da nicht mehr. Ist mir zumindest nicht bekannt. Och Mensch. Ja, das ist ja das Problem. Wenn du an die Kurbelwelle willst, dann musst du ja wirklich das Getriebe abbauen. Ey, jetzt darf ich hier tatsächlich doch nochmal den Schmuh runterreißen. Weil ich gedacht habe, ich bin ja fertig. Jetzt nehme ich noch die Kurbelwelle aus dem Steuergehäuse raus. Und dann, wenn da nichts mehr ist, dann bin ich echt sprachlos. Am Ende mit meinem Latein, auch wenn ich nur Englisch sprechen kann. Hallo? Hast du keinen Bock? Du musst raus!
habe auch wirklich nichts weiter mehr jetzt noch im Hinterkopf, was man da noch machen könnte. Freunde, der Nacht. 15. Alter, die Kurbelwelle. Ohne Witz. Das kann es doch nicht sein. Leute, wir haben es gefunden. Yes. Nächste Folge, würde ich sagen, kaufen wir dann die Teile ein dafür und mit dem neuen Tablett. Yay. Yeah. Und ja, bauen dann die Karre wieder zusammen. Und dann machen wir eine Testfahrt. Natürlich die Testfahrt. Das Beste überhaupt. Danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge, wie gesagt, ist dann hoffentlich der Karren fertig. Bis dahin. Ciao.